und ein herzliches Willkommen zurück, meine lieben Freunde. Ja, ich habe ein neues Video am Start und ja, ich habe ja gesagt, ich mache Reviews über die ganzen Spiele von der Gamescom 2015, die wir besucht haben. Und ja, wir fangen heute an mit dem ersten Spiel. Da waren wir am ersten Tag auch drin, das war nämlich Until Dawn. Hello? Guys? Mike? Emily? Hello, Samantha. Looking for me? You're only going to see what I want you to see. And I have quite a lot to show you. What is going on? Für die PlayStation 4. Ja, Until Dawn will ich ein bisschen eingehen, ein bisschen Review erfassen, auch über die ganzen anderen Spiele. Also soll nichts Großes werden, nur so ein kleines Video, was mein Eindruck war. Und ja, fangen wir einfach mal an. Ich habe 5 Punkte, über die ich jedes Spiel dann reden werde. Und die werde ich dann so ein bisschen eingehen drauf. Also, Until Dawn ist ja ein PlayStation 4 Exklusivtitel. Und ja, es hat einen guten Eindruck gemacht auf der Gamescom 2015. Also, es hat mich sehr beeindruckt. Und ja, es ist, geht um Freunde, die quasi in einem Haus sind. Und man hat Entscheidungen zu treffen und es gibt verschiedene Enden und jede Entscheidung ist wichtig, die man trifft. Man kann alles selbst entscheiden, was man macht. Und das ist halt wieder mal was Ähnliches wie Saw, aber doch noch ein bisschen weiter, man hat doch mehr Möglichkeiten. Und ja, es ist ein ganzes Horrorspiel, es war ab 18, aber man konnte echt nur ab 18 rein. Und die Szenen, die man da auch gesehen hat, waren auch schon krass. Also es war nicht von schlechten Eltern, es war schon ein bisschen eklig, aber... ich will meine 5 Punkte jetzt abgehen und zwar geht es einmal um die Grafik. Die Grafik war eigentlich nicht schlecht, war eigentlich gut. Also jetzt nicht das, das ultra extreme geile, wie jetzt Need for Speed zum Beispiel, wo gut abgeliefert habe, da kommen wir später noch dazu. Aber fand ich jetzt mal echt gut, also jetzt wirklich passt. Hat mir gefallen, das reicht für ein Horrorspiel, die Atmosphäre echt, echt episch. Also man hat echt Schiss gehabt, wenn man da durch den Schnee gelaufen ist und geguckt hat und dann Geräusche gehört hat. Also es war echt nice, hat mir echt gefallen. Und ja, die Grafik kann man so stehen lassen, die Atmosphäre auch, die Horror-Atmosphäre. Also von daher passt die ganze Sache. Ja, die zweite Sache wäre dann die Steuerung. Die Steuerung hat auch alles gepasst, also es gab keine Probleme. Man kam gleich mit der Steuerung klar, als man reingekommen ist. Es war ja eine Demo. Also man kommt gleich rumlaufen, Sachen angucken, Lampe rumschwingen, klettern, musste man und dann die Entscheidung treffen, musste man dann mit den Sticks machen. Also da hat alles gepasst, man kam gleich rein, auch nicht für die Nicht-PS4-Spieler, wie jetzt meine Freundin, die kam alles damit gleich klar. Also da hat alles super gepasst. Jetzt muss ich kurz runtergucken, mein dritter Punkt war die Story. Ja, Story kann ich ja nicht viel dazu sagen, aber Until Dawn hat ja eigentlich mehrere Stories. Wie man entscheidet, kann es anders auf die Story auswirken. Also von daher hat es eigentlich für meine Verhältnisse, der auf Story ausgelegt ist, echt ein gutes Potenzial. Also da hoffe ich mal, dass das Spiel echt nice wird. Und da ich das ja wahrscheinlich auch Let's Playen werde, wahrscheinlich verschiedene Möglichkeiten rausfinden möchte. Und verschiedene Story-Techniken, was man so alles, wie es Ende sein kann, rausfinden möchte. Das wird man dann schauen. Aber Story hat super gepasst, also passt. Also die Story wird mir sicher auch gefallen. Quasi Punkt 4 habe ich dann das Feeling vom Spiel. War eigentlich ganz cool mit dem ganzen Atmosphäre, dunkel und dann die
komischen Horrorgeräusche im Hintergrund und dann das Gewitter, als wir jetzt in der Demo rumgelaufen sind und dann wirklich alles anhucken konnten und dann musst du Strom anschalten und alles. Das hat echt geil gepasst und dann konnte man echt entscheiden, stirbt deine Freundin, also man war da zu zweit, man konnte entscheiden, ob sie stirbt oder nicht, ob man helfen soll oder nicht und das ging halt die ganze Zeit hin und her. Man durfte echt entscheiden, echt alles, soll man jetzt helfen, soll man wegrennen, soll man das, soll man dies, soll man das. Von daher echt cool und das Feeling, also es hat mir echt gefallen, es hat mich echt überrascht. Ich habe erst gedacht, das Spiel, es könnte ein Reinfall werden, aber es war meine Eindrücke von der Demo her, also es hat mich weggehauen, also es war echt cool, es ist wirklich nice. So, und der fünfte Punkt ist der Gesamteindruck von Until Dawn. Until Dawn ist echt ein cooles Horrorspiel, es wird auf jeden Fall gekauft. Ich habe es mir schon vorbestellt, eines der wenigen Spiele, was ich mir schon vorbestellt habe, weil ich unbedingt das Spiel spielen möchte, weil es mich echt überrascht hat auf der Gamescom 2015. Von daher mein Gesamteindruck sehr gut. Von dem Horrorspiel her, wieder ein Horrorspiel, dass man ein bisschen in eine andere Richtung geht und nicht das ein bisschen so ähnelt, aber doch nicht das gleiche ist, doch wieder ein bisschen anders mit neuen Ideen. Und da wird das Spiel auf jeden Fall gekauft, gespielt und ihr werdet wahrscheinlich auch dabei sein. Und ja, wie seht ihr das Spiel? Wenn ihr schon Eindrücke habt, schreibt es mal in die Kommentare, wie es euch gefallen hat. Also mir hat es auf jeden Fall gefallen, auch der Ausstellerstand, weil ich geil, denn die haben auch mal so Angstschweiß verteilt zu Wasser, wo drum im Etikett Angstschweiß drauf stand, also war echt cool, war eine coole Idee und auch der Typ des Monster von dem Spiel ist dann rumgelaufen verkleidet, also es ist echt cooler Aussteller gewesen, es war ein cooler Ausstellerstand, coole Atmosphäre, cooles Spiel und ja, das war das erste Spiel des Review und ja, mein Eindruck war sehr gut. Spiel wird man kaufen, also ich kaufe es mir auf jeden Fall, ich habe es mir schon vorbestellt und ihr es wollt, natürlich auch, mein Eindruck war gut, von daher kauft euch oder nicht. Und ja, dann würde ich mal sagen, das war das erste Video zum Review. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Zu den anderen Spielen, wo wir auch waren, wird es auch sowas geben, so kleines, mäßiges Review. Es sind ja einige Spiele, ich glaube 20 Spiele ungefähr, wo wir waren. Von daher, hoffe, ihr habt Spaß dran und ja, lasst einen Daumen da unten, einen Kommentar, wie es euch gefallen hat. Und wenn ihr schon einen Eindruck habt, natürlich auch unten in die Kommentare. Und dann werden wir uns sehen im nächsten Review. Bis dahin, ciao!